Willkommen im Vorbereitungsbüro. 100% Wirklichkeit, unser Titel. Unser Großprojekt Schwindel der Wirklichkeit, das auf den Herbst 2014 zusteuert. Dann, wenn wir am 16. September unsere Ausstellungen eröffnen und das Metabolische Büro zur Reparatur von Wirklichkeit. Sie hören, wir haben eine Menge vor. Das ist die 9. oder 10. Veranstaltung unseres Vorbereitungsbüros, immer Mittwoch 17 Uhr. Und wir haben zwei Gäste, Petra Kose und ich werden das Gespräch moderieren. Petra Kose ist die Leiterin der Sektion Darstellende Kunst. Unsere Gäste sind Helgard Haug, auch hier schon im letzten Jahr im Themenschwerpunkt Dokumentarisches Theater in einer sehr, sehr spannenden Debatte im Vorbereitungsbüro mit uns zusammen, gehört zum Künstlerkollektiv des Rimini-Protokolls und hat diesen Begriff des Dokumentarischen im Theater oder des Dokumentarischen Theaters in den letzten Jahren ganz wesentlich mitgeprägt. Und Romuald Kamaka, Filmemacher, Essayist, der sich auch zwischen den Welten Dokumentartheater, Spielfilm, aber auch bildende Kunst bewegt. Und sehr eindrucksvoll die letzte große Arbeit, die ich live sehen konnte, die Installation im Deutschen Pavillon in der Biennale in Venedig, auf die ich gleich zurückkommen möchte. Petra, du Genau, also wir hatten das Gespräch zum Dokumentartheater am 4. Dezember. Da waren außer Helgard Haug noch eingeladen Rolf Hochhuth, Hans-Werner Krösinger und Milo Rau. Und das war so eine Panorama, sage ich mal, über die Ansätze in einem Theater, die möglich sind in einem Theater, dass sich Dokumente bedient, dass sich Readymades bedient. Und da sind einige ästhetische Fragen zu kurz gekommen, zum Beispiel, was mit dem Stoff eigentlich passiert auf dem Weg aus der Wirklichkeit in die Kunst. Und deswegen, genau, haben wir gesagt, wir setzen nochmal neu an, interdisziplinär, mit einem Künstlerkollegen, der vielleicht auch ähnliche Fragen bearbeitet. 100% Wirklichkeit ist übrigens eine Paraphrase von dem absoluten Erfolgs, der absoluten Erfolgsinszenierung 100% Berlin, Wien, Duisburg, Sydney, was haben wir noch alles, was seit Tokio, was seit 4 oder 5 Jahren wirklich um die Welt tourt. Und ja, also wahrscheinlich der größte Erfolg des deutschsprachigen Theaters der letzten Jahre ist. In seiner Akzeptanz, also 100% Wirklichkeit. Was sehen wir, wenn wir die sogenannte Wirklichkeit im Theater sehen? Und ich würde gerne ganz groß anfangen und sagen, Sie machen ja nicht alleine, manchmal auch alleine, aber meist entweder mit Stefan Kelgi oder Daniel Wetzel im Kollektiv Rimini-Protokoll, ein Theater mit Nicht-Schauspielern, deren Biografie und Erfahrung, vor allem Berufserfahrung, eigentlich zum Inhalt der Stücke werden. Mhm. Auch wenn es sich auf eine dramatische Grundlage wie etwa Wallenstein bezieht oder in dramaturgische Konzeptionen in Bezug gesetzt wird. Es ist, als ob Sie sozusagen mit dem Suchscheinwerfer über die Gesellschaft streifen und dann einzelne Personen fokussieren, aber nicht vor Ort und filmisch, wie das bei einer Reportage vielleicht der Fall wäre, sondern Sie holen diese Personen auf die Bühne, in den Theaterkontext, und das heißt eigentlich in den bürgerlichen Möglichkeitsraum, wo dann diese Experten des Alltags ihre eigenen Biografien als Text neu lernen und wiederholen. Und was ist das eigentlich für ein Vorgang, wollte ich mal also mit der großen Frage anfangen. Ist das die Vergesellschaftung des Theaters oder die Theatralisierung des Alltags? Ja, wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Erstmal angefangen hat das wirklich damit, mit der Fragestellung, wer sollte eigentlich auf der Bühne stehen? Also wenn man die klassische Konstellation aufhebt, dass ein Schauspieler auf der Bühne steht und eine sozusagen verinnerlichte, auswendig gelernte Rolle wiedergibt, rezitiert, in Rollen schlüpft, als jemand, der eben adaptierbar ist oder sich adaptieren kann,
Wer könnte, um welche Rollen, um welche Personen, um welche Menschen sollte es gehen? Oder kann es auch gehen als Parallelvorgang, vielleicht erstmal zu dem, was eben konventionell stattfindet? Und da haben wir, ja, uns, das kommt jetzt wirklich wieder auf pro Projekt an, aber manchmal gibt es eine literarische Vorlage, wie Sie sagen. Wir versuchen eher Rollen, die es gibt oder Charaktere, die es gibt, mit realen Menschen zu überschreiben, zu sagen, da ist ein Wallenstein, den kann ich mir angucken, das kann ich nachlesen bei Schiller. Ich kann jetzt nach jemanden suchen, der vielleicht in einer ähnlichen Problematik oder in einer ähnlichen Problemkonstellation stand oder steht, um mit dieser Person dann den Text zu überschreiben, also Schiller auch Schiller sein zu lassen, vielleicht die Dramaturgie des Stücks zu nehmen, aber ansonsten zu gucken, was hat mir dieser Mensch heute zu erzählen, aus dem Jetzt heraus. Also bei Wallenstein war das zum Beispiel dann eben ein CDU-Politiker, der, wir haben das Stück auch aufgeführt in der Stadt, wo er einen Wahlkampf gemacht hat. Also wir haben die Plakate, wie sie vorher in der Stadt eben hingen, ins Theater da auf die Wand geklebt. Wir haben einen Menschen, der ein bunter Hund war, in der Stadt aus den Straßen auf die Bühne gestellt und dort mit ihm eigentlich sein Leben, aber auch seinen Wahlkampf und seinen Niedergang neu erzählt. Wie Sie sagen, irgendwie, es ist zum einen, müssen die ein Stück weit ihre Rolle neu lernen, die müssen sich ja auch an andere Zuhörer gewöhnen, an eine andere Konstellation und haben natürlich auch Mitspieler. Also es geht dann immer nicht um diese eine Person, sondern es geht eigentlich in den Stücken ganz oft um, da waren das 10 Leute auf der Bühne, um ein Cast, das sich auch gegenseitig ständig aushebelt und in Frage stellt. Und allein über die pure Anwesenheit in einem Raum das auszuhalten, also Spannungen, Konflikte und andere Meinungen und andere Prinzipien auszuhalten, das ist Teil auch was eine Bühne kann, finde ich, was ein Theater kann. Aber im Prinzip ist es die Behauptung, das Tragische ist auch hier. Oder ist es die Entmachtung des Tragischen? Was interessiert Sie daran? Nee, das Tragische ist auch hier, auf jeden Fall. Also wenn es denn tragisch ist, also das Spannende ist auch hier vielleicht so. Also die Konflikte sind hier, die Rollen, die wir einnehmen oder die ein Politiker einnehmen muss oder die eine Krankenschwester einnehmen muss, wenn sie Sterbehilfe leistet oder die eine querschnittsgelähmte Person einnimmt, das sind Rollen. Und indem man sie auf die Bühne stellt, die Person, verdichtet man das natürlich extrem. Also natürlich ist das jetzt nicht einfach nur Kamera an oder sozusagen Guckloch auf und ich gucke da in den Alltag rein, sondern es ist, auf der Bühne gibt es eine extreme Verdichtung und eine extreme, natürlich auch Künstlichkeit und Konfrontation von einem Satz in den nächsten hinein. Das ist ja nicht einfach nur sozusagen mal eben von draußen auf der Straße auf die Bühne geholt. Aber ich wollte Romuald einfach ganz gerne weitermachen. Ich wollte nur das andere Feld noch aufmachen, weil ihr habt darüber gesprochen, diese Art von Wirklichkeit ins Theater zu holen mit wirklichen Menschen. Und in dem, was wir in den letzten Gesprächen immer wieder in den Mittelpunkt gerückt haben, war die Frage, wie viel Wirklichkeit steckt eigentlich in den Bildern oder wie sehr haben die Bilder eigentlich auch die Rolle von Wirklichkeit übernommen. Und da würde ich ganz gerne, das ist zwar ein bisschen parallel jetzt, aber vielleicht ergibt sich ein Feld daraus, würde ich bei der Inszenierung in Venedig beginnen, weil das, was wir in den letzten 2 Wochen diskutiert haben, die Befragung der Bilder als die Kommunikation von Wirklichkeit gerade in den Kriegen, gerade diese Handyvideos, die zu Stellvertretern von Kriegsberichterstattung wird, wo eine Opferperspektive auch über das Internet kommuniziert wird. Da war immer wieder diese Frage, doch im Vordergrund, können wir diesen Bildern trauen? Wie können wir mit diesen Bildern umgehen? Und da finde ich, dass Romuald Kamaka einen absolut radikalen und konsequenten und auch für mich überzeugenden Weg geht, dass diese Bilder als Metapher sofort ins Herz treffen, obwohl wir wissen, es sind Bilder. Und ich will diese, weil wir es hier wahrscheinlich nicht zeigen können, ich will das nur noch mal kurz beschreiben. Also wenn man in diesen Pavillon ging, da hatte man am Anfang das Nashorn im Käfig.
Also ein Bild von unglaublicher Kraft und Gewalt und auch von Bedrohung durch dieses eingesperrte Gitter, aber auf der anderen Seite einer kontemplativen Ruhe. Das so herausgeschnitten sein aus der Zeit und dann die Kommunikation mit dem Aufmarsch oder mit der Treppensituation, ich glaube am Alexanderplatz, wo bei einem Neonazi-Aufmarsch die Leute die Treppe hochlaufen und an dieser Kamera vorbeigehen und diese Kamera nicht inszeniert, sondern einfach stummer Betrachter ist und der eine reagiert, der andere reagiert nicht. Dann auf der anderen Seite dieser Fensterausschnitt, wo nichts anderes zu sehen ist als ein sich im Winde bewegender Baum, also die Natur als Gewalt und als Schönheit. Und dann die dazugestellten Texte, die politische Dimension von Radikalisierung in der Gesellschaft mit der Zeit in das Bewusstsein kommen lassen. Also die Frage, inwieweit traust du den Bildern? Was ist dein Zugriff auf die Wirklichkeit? Wie steht die Wirklichkeit im Film? Also, ist natürlich eine gewaltige Frage. Und alles, was erstmal gewaltig erscheint, versuche ich immer irgendwie runterzubrechen in kleine Einheiten oder kleine Bilder oder kleine Strategien, damit man überhaupt eine Chance hat, sich dem anzunähern. Und grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich nie bei einer Filmproduktion oder bei einem Film versucht, diese Wahrheit zu ergründen, sondern man versucht, das Thema, das man erzählen möchte, mit den Möglichkeiten, die man hat und kennt, so gut als möglich umzusetzen und da eine richtige Form zu finden. Und natürlich ist dann bei der Wahl einer Bildstrategie die Referenz auf das, was bisher gefilmt wurde, auch wichtig, weil man ja nie einfach so tun kann, als sei man der Erste, der irgendetwas filmt, sondern man ist sich immer bewusst, dass man der Hundertste ist oder der Tausendste ist, der zu demselben Thema etwas gemacht hat. Und man kann aber überlegen, naja, wie wurde es bisher erzählt, was gibt es für Lücken, was gibt es für andere Wege, die man beschreiten kann. Und dann versucht man einfach, sich so weiterzuentwickeln anhand des Themas und kommt dann vielleicht zu einem Ergebnis. Und einfach nochmal zu dieser Eingangsfrage nach der Autorität der Bilder. Das ist ja ein Thema, das bei den YouTube-Videos während der iranischen Revolution oder nicht Revolution, aber während der iranischen Protestbewegung vor ein paar Jahren zum ersten Mal aufkam. Und da erschien es mir erstmal so, dass natürlich Leute, die jahrelang studiert haben, um dann irgendwann in irgendeiner ARD- oder ZDF-Redaktion zu arbeiten, entsetzt waren, dass es halt Leute gab, die einfach ohne sie Bilder produziert haben. Und vor allem auch diese Bilder dann eingespeist haben in einen Verständniskreis, der auch ihre Redaktionsstube überstieg. Und dann ging es halt immer so darum, ja, aber kann man denen trauen, den Bildern? So, als könnten wir den Bildern eher trauen, wenn sie vorgefiltert haben. Ja? Und das war eigentlich sozusagen der Nukleus. Und seitdem müssen wir uns die ganze Zeit bei jedem Konflikt immer wieder darüber reden, ob es nicht vielleicht doch besser ist, Herrn Armbruster wieder zum irgendwie einen Konflikt im Mittleren Osten oder Nordafrika zu hören, statt einfach den Bildern der Leute, die da in der Straße angeschossen werden oder sich diesen Gefahren aussetzen. Also es ist sozusagen da eher eine Frage von Bildautorität und einhergehend, dann höre ich auch auf, ist natürlich auch die Frage der Bilderziehung. Also welche Bilderziehung haben wir? Und da kann ich jetzt für das Kino sprechen, dass die zum Beispiel in Anbetracht der Tatsache, wie viele Mediensender es gibt bei uns, die Bilderziehung sehr schlecht ist. Ja. Das ist ja eigentlich ein ganz ähnlicher Vorgang, dass nämlich auch der CDU-Politiker als Wallenstein oder da ist ein Elektromeister, der Schiller deklamiert am Anfang. Das ist natürlich
jetzt für Theater gewohnte Ohren ist es fürchterliches Laientheater, ne, wenn die ihre Rollen lernen. Und gleichzeitig gibt es da aber im Ensemble Momente, bei denen man genau die gleiche Gänsehaut bekommt, als würde Frau Klever mit die Marquise von O rezitieren. Und zwar, also genau, ohne jede Ironie jetzt. Das stellt sich her und es stellt sich ohne Theaterkunst her. Da ist was anderes wirksam. Was, ja. Ja, also Laientheater ist natürlich ein Schimpfwort, ein böses. Also es sind nicht Schauspieler, genau. Und wir haben uns dagegen immer sehr gewehrt, weil Laien sind ja erstmal die Menschen, die was gerne machen wollen und sie können es aber nicht. Die Leute, also so der Dorfclub, der Theater spielt, das ist schön und gut, aber das sind sozusagen Leute, die haben einen normalen Beruf und abends wiederholen sie meistens ganz fürchterlich, was eben konventionelles Theater ist. Und ich glaube, das versuchen wir schon ein bisschen zu brechen, auch formal zu brechen, also jetzt nicht eben einfach nur das zu machen, was die Großen auch machen, aber mit anderen Vorzeichen. Und ich glaube, was entscheidend ist, ist schon die Frage, wer, also mit welchem Risiko steht eine Person auf der Bühne? Was für ein Risiko gehe ich ein, wenn ich meine eigene Person in Frage stelle? Oder in dem Fall war die Fallhöhe wirklich sehr hoch, ein CDU-Politiker, der eben, also um bei dem Beispiel jetzt vielleicht erstmal zu bleiben, der wirklich seine ganze Kampagne eigentlich auseinandernimmt und sagt, okay, das war hier mein Flyer, den haben wir gedruckt, da ging es darum, irgendwie mich als Familienmensch zu zeigen. Es ging darum, zu zeigen, dass ich tierlieb bin. Ich musste irgendwie mich in den Kontext von großen Politikern stellen. Also habe ich irgendwie ein Foto hier im Kreis meiner Familie, obwohl ich noch keine Kinder habe, meine 6 und 7 Neffen hier um mich herum versammelt. Ich habe mir den Nachbarhund ausgeliehen und ich habe noch irgendwie Herrn Kohl überfallen so, und gerade noch so einen Schnappschuss hingekriegt, dass ich dann aber auch noch veröffentliche. Einfach, weil er sehr genau wusste, wie funktioniert Politik, wie kann ich auch Leute gewinnen, wie kann ich Leute eigentlich verleiten oder überzeugen, mir ihre Stimme zu geben. Ja, und wie kann ich jetzt wiederum im nächsten Schritt das eigentlich offenlegen und darüber auf der Bühne sprechen, auch auf die Gefahr hin, und das war erstmal sozusagen das Start, die Startsituation, dass er überhaupt nicht sozusagen jetzt ein Heimspiel hat, in dem Sinn, dass er beliebt ist, sondern ganz im Gegenteil. Es war eigentlich eine Person, die nichts mehr zu sagen hatte, die sich selbst peinlich gemacht hatte öffentlich und dann sogar von der eigenen Partei eigentlich vor die Tür gesetzt wurde. Und das einzugehen, also und das ist, glaube ich, auch immer so eine Frage, die uns gestellt wird dann am Ende von der Inszenierung. Wieso machen die Leute das? Also wie überzeugt man Leute auch teilzunehmen, weil es eben nicht nur vielleicht wie für ein Hörspiel eine Situation ist oder für einen Film eine Situation, die man dann nimmt und mit der man weiterarbeitet, sondern es muss ja jeden Abend, jede Aufführung neu verhandelt werden. Also es muss immer wieder, schieben jetzt niemand auf die Bühne, aber es passiert natürlich irgendwie mit den Leuten und in der Diskussion dann auch von den vorangegangenen Aufführungen und Abenden immer wieder auch das Herausbilden eines Grundes, warum man das jetzt nochmal macht. Also sich selbst in Frage stellt oder sich selbst ja, sozusagen anders betrachten lässt. Muss man ja nicht. Also, und das, ja, finde ich, leistet erstmal Theater. Das stellt vielleicht diese Gänsehaut her, also eben nicht das schöne Sprechen und auch nicht das grazile Bewegen oder das gekonnte, so eine Bühne ausfüllen und die letzte Reihe erreichen, sondern die Kraft eher der Frage auch zurückgespielt an die Zuschauer, was wäre das für mein Leben und würde ich das riskieren? Also mich sozusagen in Frage stellen zu lassen. Stimmt, wobei die Gänsehaut, muss ich sagen, bei mir meistens kommt, wenn ganz verschiedene Leute plötzlich aufeinander reagieren. Mhm. Wenn der Vietnam-Veteran und jetzt Kriegsgegner sozusagen damit einstimmt auf eine deutsche Geschichte, wenn solche Brücken plötzlich kommen. Ja, das stimmt. Aber ja, was ich meinte, war, dass es genauso eine Emanzipationsbewegung ist, wie die eigenen Bilder ins Netz zu laden. Mhm. Und dass auf beide, sozusagen auf beide Formen jetzt diese Frage auch kommt, ja, ist es denn das wirklich, was es scheint? Mhm. Also an die Stelle der Kunst oder des redaktionellen, akademischen Beitrags sozusagen wird ja jetzt die Authentizität gesetzt. Und da fragt man sich in der zweiten Stufe, ja, ist es denn wirklich authentisch? Ja, ist es denn nicht manipuliert? Ja, gibt es denn kein Photoshop? Ja, ist es denn wirklich dessen Geschichte? Wie kann der die einfach so erzählen? Mhm. Dazu gehört ja die Frage,
die man vielleicht nochmal übertragen kann. Was ist denn mit dem Dokumentarischen, das gespielt wird, also der dokumentarische Spielfilm, wo wichtige Rollen von professionellen Schauspielern übernommen werden unter dem Gesichtspunkt des Dokumentarischen und wo ständig dieses Spiel von der anderen Seite zwischen Schauspiel, zwischen der Kunstform Schauspiel und dem Dokumentarischen zur Wirkmacht wird. Vielleicht kannst du das nochmal in deiner Methode begründen, warum du so vorgegangen bist. Ja, also ich glaube, ich kann das gar nicht zusammenfassen, sondern ich kann immer nur versuchen zu erklären, man hat halt irgendeinen Stoff. Das kann ja wirklich ein Roman sein, es kann ein Artikel in der Süddeutschen sein, es kann die Geschichte sein, die Sie mir erzählen. Es können reine Dokumente sein, die mir jemand zum Lesen gibt oder die man in der Stasi-Behörde entdeckt oder sowas. Und all diese Materialien sind Grundlage für etwas, was man erzählen will. Und dann geht es eigentlich nur darum, wie kann man das erzählen mit den Möglichkeiten, die man hat. Dazu gehören die Budgets, dazu gehören die eigenen Erfahrungswerte, die eigenen Bedürfnisse. Macht man den Film für sich, macht man ihn im Auftrag von jemandem. Also jedes Mal, an jeder Ecke sozusagen, geht immer eine neue Tür auf, die man immer beschreiben, die man erklären muss. Und man muss dann immer jemandem erklären, warum es jetzt da reingeht und nicht dort rein. Also es gibt keinen goldenen Weg, was irgendwie richtig und falsch ist. Und sagen wir mal, um vielleicht ein bisschen eine Brücke zu bauen zu dem, was du gesagt hast, es ist ja so, dass auch im Spielfilm es ja immer wieder sehr gerne gesehen wird, wenn man dann nicht professionelle Schauspieler einsetzt, weil man da denkt, dass man da irgendwie was anderes erzählen kann. Und das kommt ja immer wieder vor, aber gleichzeitig ist man dann doch wiederum fasziniert von der Leistung klassischer Schauspieler, die, das habe ich zum Beispiel bei jemandem wie Michael Degen gelernt, mit dem ich halt ein paar Filme gemacht habe, der irgendwann gesagt hat, dass die wahre Schauspielkunst dann beginnt, wenn man etwas wiederholen kann. Ja? Und ich habe aber auch schon Schauspieler gehabt, die eigentlich gar nicht proben wollten, weil sie dachten, dass dann quasi ihre Schauspielqualität leidet oder schlechter wird und sie wollen sozusagen den einen großen Moment und den muss ich dann einfangen. Aber es gibt natürlich Filme, die so erzählt werden und sie begeistern auch. Aber der Prozess eines Spielfilms kann so fast gar nicht funktionieren, weil du, wenn du Schuss gegen Schuss hast, musst du ja immer erstmal eine Stunde umbauen, um dann sozusagen die Gegenposition zu filmen, wenn zwei Leute sich am Tisch unterhalten. Und das ist übrigens auch einer meiner Lieblingsbeispiele, wenn immer im Kontext des Spielfilms nach Wirklichkeit oder Authentizität gesucht und verlangt wird, dass eigentlich das totaler Irrsinn ist, weil der Spielfilm an sich das künstlichste Kunstprodukt überhaupt ist, allein nur, wie es produziert wird. Und dann komme ich auch wieder zum Punkt, dass natürlich man daraus dann eine falsche Wirklichkeit ableitet. Und immer wenn dann, das war jetzt zum Beispiel bei der Berlinale auch so, da war ein Debütfilm von einem DFFB Studenten, der Film hieß Ich will mich nicht immer aufregen oder sowas, und der hat halt einfach völlig andere Spielfilmnarrative eingesetzt, ein bisschen künstlich, und hast du nach 10 Minuten gemerkt, dass die Leute diese Art von Künstlichkeit im Kino als künstlich empfinden und nicht als Teil der Kinosprache, die sie gar nicht mehr kennen. Ja, wenn es aber dann sozusagen viel konventioneller erzählt worden wäre, dann wäre es eigentlich so, wie Sie glauben, dass halt die Wirklichkeit ist. Ja? Und das bezieht sich auf die Sprache, auf die Bewegung im Dekor, auf das Dekor im Film, all diese Dinge, totaler Unsinn. Ja. Aber total spannend wird es, glaube ich, in Bezug, wenn man diese Wirklichkeitskonstruktion oder den Umgang mit Wirklichkeit im Medium, Film, ja, oder Theater, ja, jetzt in Bezug auf
die Wirklichkeit eines bestimmten Themas setzt, mit dem man sich auseinandersetzt. Mhm. Und da setzt ihr beide an. Mhm. Also sozusagen aus der Erzählweise rauszugehen, aus der gewohnten Erzählweise, das Material umzukehren, einen neuen Blick zu eröffnen. Und da steckt natürlich der Betrachter immer mit drin. Mhm. Der ist ja Bestandteil dieser Konstruktion. Mhm. Und der wird anders reingezogen oder anders in Frage gestellt oder anders mit in diesen Aufklärungsprozess hineingenommen. Und so ein Beispiel wie jetzt der Angriff auf die Demokratie, dieses große Projekt, was erstmal so eine große Medienwirksamkeit erzielt hat, können wir uns noch politisch äußern mit künstlerischen Mitteln? Mhm. Da hast du ja auch ein ganz zurückgenommenes Statement gemacht, was aber dann in einem kritischen Bezugsfeld stand. Vielleicht kannst du da nochmal drüber sprechen, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie es sich in diesen Kontext reingestellt hat. Okay. Also es gab vor, ich weiß es nicht, 2-3 Jahren gab es eine Veranstaltung im Haus der Kultur und der Welt, die hieß Angriff auf die Demokratie. Und das haben Roger Willemsen, Caroline Ehmke und Harald Welzer entwickelt. Und dafür haben die 10 Bekannte oder Freunde oder Intellektuelle, wie immer man das nennt, eingeladen, jeweils ein Statement von bis zu 10 Minuten Länge abzugeben. Und das fand dann im Dezember an einem Sonntagvormittag statt. Und jetzt waren da mehrere Leute dabei und alle haben sozusagen Redebeiträge vorgestellt. Und ich hatte auch am Anfang den Wunsch, einen Redebeitrag mit Bildern oder wie auch immer zu präsentieren, habe das dann aber am Ende irgendwie nicht hingekriegt und habe mich dann eigentlich auf das, was ich halt am besten kann, glaube ich zumindest, Filme machen, besonnen, weil ich dachte, also wenn von den 10 Teilnehmern 9 reden, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn einer nicht redet. Und da wir sozusagen in alphabetischer Rangfolge auftraten, war ich dann mit K irgendwie ziemlich in der Mitte dieser Veranstaltung. Und dann hatte dieser Film, den ich gezeigt habe, ich weiß nicht mehr, vielleicht 6 Minuten oder so, fast schon so eine Pausensituation. Aber gleichzeitig hatte er auch die Möglichkeit gegeben, den Leuten im Publikum, über die Redebeiträge bis dahin mal kurz nachzudenken und das dann wiederum ins Bild, also ins Verhältnis zu dem Bild, wo eigentlich fast nichts passierte, zu setzen. Es ging natürlich um Geschwindigkeitsdruck im demokratischen Prozess, also in Bezug auf die Finanzkrise. Wir müssen bis morgen früh entscheiden, weil sonst die Börse runterfällt, also die Börse abstürzt oder so. Ja? Und damit werden dann eben bestimmte Drucksituationen ausgeübt auf die Politik, die halt dann über Nacht völlig überstürzt, völlig undemokratisch irgendwelche Entscheidungsprozesse, die uns alle ja betreffen, und zwar langfristig, fällen müssen. So. Und so kam das eigentlich dann zustande. Und dann einfach noch zum Abschluss. Es war gar nicht geplant, daraus einen Film zu machen, nur da ich halt irgendwie diese Veranstaltung interessant fand und irgendwie dachte, dass mein griechischer Stiefvater, der von der Eurokrise sehr betroffen war und einfach immer wieder daran gedacht hat, nicht an der Veranstaltung in Berlin teilnehmen konnte, mache ich einen Film, unter anderem auch für ihn, dass er den Film sehen kann oder dass man den Film dann in Athen zeigen kann, aber natürlich auch anderen Leuten, die halt nicht Sonntag früh zu so einer Veranstaltung um 11 Uhr gehen. Also so entstand dann dieses Filmprojekt, das aber ausschließlich Material verwendet, das eben jemand von Dreisat und jemand vom Haus der Kultur in der Welt gedreht hat. Ja. So. Also dieser Aspekt von, sagen wir es, kritischer Dimension in der Kunst oder der Möglichkeit zu intervenieren oder sich einzumischen, das ist die zentrale Frage in unserem Projekt, auf dem wir uns auf verschiedenen Ebenen bewegen. Und vielleicht könntest du auch nochmal so beschreiben, welche Strategien ihr mit der Zeit entwickeln müsst, weil ihr lauft ja auch dann hinter jedem Schritt wieder her, weil es gibt dann den Punkt, wie das Pissoir von Duchamp, wo
dann möglicherweise auch ein Endpunkt erreicht ist. Und dennoch wird dann etwas, was überhaupt nicht von euch inszeniert wird, zur theatralen oder kann zur theatralen Form werden. Also inwieweit ist diese Strategie, das Verhältnis zu den politischen, gesellschaftlichen Themen immer wieder auszureizen, inwieweit rückt das in den Mittelpunkt der Arbeit und der Konzeption? Jetzt aber. Fehlerfrei. Genau. Ja, ein Beispiel. Du kannst doch ein paar Bilder zeigen. Ach so, okay, mich retten in Bildern. Ja, stimmt, kann sein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Also inwieweit wir sozusagen auch immer nacharbeiten müssen, weil die Wirklichkeit uns überholt. Also die ersten Produktionen waren ja erstmal ein Schock, dass also von der Sehgewohnheit dass eine völlig andere Erzählung von Menschen wie ich im Publikum zu einer Inszenierung und zu einer Dichte wird, das was Petra eben beschrieben hat. Mhm. Haben 10 andere Theatergruppen auch solche Formen weiterentwickelt. Das heißt, das wurde zu einer Art Gegenströmung zum Schauspielertheater. Ja. Aber ja, ehrlich gesagt, das stimmt. Also natürlich, also wir haben vor wie vielen Jahren, 14 oder so, angefangen, solche Projekte zu machen, eigentlich noch ein bisschen früher, schon im Studium. Natürlich geht es auch immer darum, so eine Grenze wieder zu spüren, auch zu merken, das ist jetzt was zum einen wir noch nicht gemacht haben, also sich selbst formal auch herauszufordern. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel geschehen, wirklich die Arbeit wurde das letzte Mal auch kurz vorgestellt mit dem letzten Projekt mit Situation Rooms, wo wir eben auch eher versucht haben, filmisch zu erzählen. Also haben wir den Protagonisten, auch den Experten ein Stück weit abgeschafft. Und dennoch habe ich das Gefühl, es geht immer darum, irgendwie ein Stück weiterzukommen, aber auch eigentlich habe ich das Gefühl, auf so eine, dann doch zwischendurch auch immer auf eine Rückbesinnung, eine formale. Also es geht nicht darum, dass wir uns sozusagen ständig selbst überholen und da wieder den Zuschauer was ganz Neues erfahren lassen, sondern es ist eigentlich so ein Wechselbad zwischen formalen Schritten, die wir machen, also wo es dann anderes Erzählen gibt, eine andere Technik gibt, das Ausprobieren der Technik, das Gehen in den Stadtraum, das Besuchen von Veranstaltungen, andere Rahmengebungen zu nehmen und dann aber auch immer wieder, also so ein Wechselbad zu dem Situation Rooms, was ich vielleicht nachher noch irgendwie erzählen kann, sodass man es versteht, aber war wiederum dann eine ganz, eigentlich für uns handwerklich sozusagen, ganz traditionelle Arbeit mit einer Frau, die da im Mittelpunkt sitzt und wirklich als Querschnittsgelähmte von ihrem Leben erzählt. Das sind sozusagen Sachen, die wir auch, oder die ich auch, wo ich das also sehr genieße, die nebeneinander auch stellen zu können und nicht sozusagen so einem permanenten Modernisierungsgesetz gehorchen zu müssen, sondern eher zu sagen, das sind Formen, die wir entwickelt haben, da kann man sich in der Form verändern oder in der Form was ausprobieren, aber das ist die Setzung, Blackbox, Zuschauer hier, Licht an und eine Person mit Mikrofon, die erzählt. Und dann gibt es eben andere Setzungen, die funktionieren komplett anders. Und das eigentlich machen wir irgendwie fast so ein bisschen im Wechselschritt immer. Auch das Arbeiten eben dann in anderen Medien, zu sagen, okay, und jetzt gibt es ein halbes Jahr, da kümmern wir uns wirklich nur um Hörspiele. Und das ist nur Stimme, es ist irgendwie ein völlig vorgegebenes Gefäß von 54 Minuten und kein bisschen länger. Und das da alles reinzupacken. Und das andere ist, also was, glaube ich, für unsere Arbeit schon auch wesentlich ist, dass wir die, also auch Gastspiele oder eben das Projekt, was Sie erwähnt haben, was du erwähnt hast, 100%, was wir praktisch als Konzept an bestimmte Orte tragen und da aber immer wieder neu inszenieren mit Leuten vor Ort und natürlich auch immer wieder vor einem völlig neuen Publikum. Das japanische Publikum hat eine andere Sehgewohnheit als das Berliner oder das, und da erleben wir natürlich andere Sachen. Oder wenn wir mit einem Konzept in San Diego sind, dann ist es nochmal anders. Wenn man in Nigeria ist, natürlich, es sind jetzt Binsenweisheiten, aber das verhindert auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, okay, wir treten auf der Stelle oder wir müssen hier, wir haben was erreicht mit dem Publikum. Das haben wir natürlich. Also in Berlin Stücke zu zeigen, wo wir wissen, bestimmte Leute haben auch schon 10, 12,
20 Stücke gesehen und haben praktisch diesen Weg auch mit uns gegangen. Ja, also das gibt es, gibt eine Sehgewohnheit, es gibt irgendwie vielleicht so eine Stadt oder so eine eingeleitete Tradition vielleicht dadurch. Aber andererseits erlebe ich es nicht permanent, dadurch, dass man halt irgendwie mit den Sachen unterwegs ist und immer wieder vor ein neues Publikum gesetzt wird eigentlich. Ich würde gerne mal fragen, welche Falle eigentlich dieser Theaterrahmen dann auch ist. Also als, ich sage, der Möglichkeitsraum, in den Wirklichkeit transponiert wird. Weil auf der einen Seite sind es ja wirklich, wie Sie gesagt haben, risikoreich vorgetragene Lebensberichte auch, also auch wenn es in einer verdichteten Kunstform ist. Und gleichzeitig wird es rezipiert als ein Typ. Mm. Selbst bei so einer wirklich sehr berührenden Arbeit, lustigen Arbeit auch wie Qualitätssicherung, wo eine junge Frau von ihrer Geschichte erzählt, dass sie wirklich querschnittsgelähmt ist und wie sie auch gegen Widerstände ihr Leben verteidigt. Mhm. Ich wüsste jetzt spontan nicht den Namen, sondern das ist im Prinzip, sag ich mal, hässlich die Querschnittsgelähmte, so wie wir den Elektromeister und den Vietnamkriegsveteran in Erinnerung behalten. Mhm. Also als ob dieser Theaterrahmen also automatisch das Individuum zu einer Rolle macht, mhm. So unbarmherzig. Das macht das, glaube ich, ja. Und die größte Falle, weil das die Frage war, ist, glaube ich, wenn Leute, die wir ansprechen, denken, sie wissen, was wir wollen. Also das ist jetzt fürs Machen die größte Falle. Also wenn wir Leute in ein Projekt einbinden wollen und die haben schon 2-3 Sachen gesehen und haben das Gefühl, sie wissen, wie es funktioniert und bieten das an. Das ist eigentlich irgendwie der größte Killer. Und am tollsten ist es, wenn Leute das einfach nicht kennen und man irgendwie für diesen Menschen auch eine Form findet oder eine Erzählweise erfindet, eine Erzählstrategie erfinden kann, ohne dass es schon so verbaut ist. Weil ich glaube, das ist die Falle überhaupt vom Theater oder zurückzukommen zum Laientheater, dass sozusagen so eine Idee von so funktioniert Theater, also so muss ich sprechen. Wenn man auf der Bühne ist, spricht man so oder guckt man so und da sind die Gesten so und irgendwie das ist sozusagen das Kopieren von etwas, was man eben gesehen hat, was man toll findet. Und das versucht man dann nachzuahmen, ohne dass man es ausfüllt oder kann oder eben beherrscht. Und ich glaube, so geht das bei uns auch schon, dass Leute irgendwie sozusagen das Gefühl haben, so und so funktioniert dieses komische andere Theater und mit so einer Vorstellung kommen, ohne dass es aus ihnen heraus entwickelt wurde. Und Sie, Herr Kamaka, gehen ja bewusst in so eine Theatralisierung teilweise beim Himmler-Projekt oder bei den Hamburger Lektionen. Das ist ja eine reine Theatersituation eigentlich. Ein Schauspieler, ein Glas Wasser und dann 3 Stunden Text oder so. Das ist ja bekannt im Theater. Da weiß man, da muss man durch. Und jetzt gibt es natürlich Irritationen. Der Schauspieler spricht hervorragend, dann verspricht er sich. Das tut er im Theater nicht. Oder so. Denk mal, ja, warum schneidet das nicht raus? Also die können es doch rausschneiden und so. Aber es ist letztlich, gehen Sie hinter die Verkunstung. Warum? Ja, also ich glaube, man muss ganz kurz erklären, dass Sie natürlich, Sie sind jetzt in der Akademie der Künste in der Theaterabteilung. Deswegen ist das, was ich halt mache, dann sozusagen die Grundlage im Theater. Ich bin ja in der Sektion Medienkunst und Film. Und sage, das ist eben der Unterschied zum Theater, das ist nämlich Kino. Und das klingt merkwürdig, aber letztendlich ist es dann doch nicht so merkwürdig, weil ich halt glaube, dass man da ganz gut den Unterschied zur Wirksamkeit gegenüber einer Bühne erkennen kann. Und zwar habe ich das ein paar Mal schon festgestellt, also auch bei meinem ersten Spielfilm, als wir psychiatrische Untersuchungsprotokolle verfilmt haben. Das gibt es auch als Theaterstück und jedes Mal, und das ist auch irgendwie ganz gut gelaufen und so, aber trotzdem denke ich halt immer, ja, wenn man das dann sieht, dann sieht man ganz genau, warum es eigentlich im Kino interessanter ist. Ja, weil du halt einfach Dinge verdichten kannst. Du kannst einfach durch die Ausschnitte des Blickes, also das ist das, was mich halt am meisten interessiert. Und du hast halt, sagen wir mal, eine totale als Blick und im Film hast du halt einfach viel stärker gesteuerten Blick. Und das erzählt und macht eine ganz andere, erzeugt eine andere Aufladung. Das ist meine
Meinung. Aber gut, trotzdem sind die Übergänge fließend. Aber jetzt auf das Himmler-Projekt nochmal so direkt zu kommen, ist halt so, dass ich eben diese dreistündige Rede von Heinrich Himmler, die er 1943 vor den Generälen der SS gehalten hat, verfilmen wollte. Und natürlich wusste ich jetzt auch nicht, wie man das macht. Und da ich mit Manfred Zapatka eben schon ein paar Mal gearbeitet hatte und wusste, dass ihn das Thema sehr interessiert, habe ich ihn einfach angerufen und gefragt, hast du Lust, das zu machen? Und dann sagt er ja. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich rufe dich in einer Woche wieder an, wenn ich weiß, wie. Ja, so. Und dann haben wir uns auch wieder, so wie ich es vorhin beschrieben habe, überlegt, okay, welche Mittel haben wir? Ich habe das alles selber finanziert. Wie viele Tage haben wir? Wie kann man das machen? Und dann arbeitet man sich da so langsam vor. Und das Prinzip ist eigentlich, dass man alles weglässt, was nicht wichtig ist. Und der Hintergrund dafür ist, dass wir sagen, wir wollen den Inhalt dieser Rede deutlich machen. Eine Rede, die sozusagen immer wieder zitiert wird in jeder Literatur zur SS und zum Nationalsozialismus, die aber niemandem in dieser dreistündigen Fassung bekannt ist. Und die Rede ist zum Beispiel bekannt geworden, weil es halt da dieses Zitat über die Judenvernichtung gibt, eines der wenigen Dokumente des Nationalsozialismus, in dem das so deutlich besprochen wird. Hört man sich diese Rede an, stellt man fest, dass es eigentlich nur 2-3 Minuten dieser 3 Stunden sind. Der größte Teil der Rede geht um die Behandlung der slawischen Völker, weil Oktober 1943 mehr oder weniger die Judenvernichtung schon abgeschlossen war aus der Sicht der Nationalsozialisten. So, also all diese Dinge sind wichtig und jetzt sagt man sich, naja, wie kann man genau diesen Wissenstransfer mit dem Medium Film machen? Und da war dann zum Beispiel auch klar, dass der Schauspieler nicht in Uniform auftritt, sondern einfach in einer Kleidung, die ihm gefällt, in der er sich wohlfühlt. Dann haben wir das in einem Tag gedreht zum Beispiel und dann haben wir überlegt, ob man dann das Mikrofon im Bild sieht oder nicht, ob man ein Wasserglas im Bild sieht oder nicht, ob er steht, ob er sitzt, also all diese Dinge halt, ob der Hintergrund grau oder schwarz ist, so, wie viele Kameras, so. Interessant, ich habe mir den natürlich angeguckt, aber interessant fand ich auch, dass ja die Reaktionen von den Zuhörern als sozusagen Einblendung dann, also eben auch nicht sozusagen gespielt oder nicht irgendwie erzählt, sondern steht da eben Unruhe, Tumult im Saal, ein Klopfen, genau, das akzentuiert das natürlich irgendwie sehr schön. Das hat, der Hintergrund dafür ist der, dass es gibt eben ein Tondokument dieser Rede und es gibt sozusagen eine Abschrift dieser Rede, die eben ein Beweismaterial im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess war. Und da haben wir einfach gemerkt, dass da Unterschiede gibt. Ach so. Und in der Schriftfassung sind zum Beispiel die Reaktionen der Generäle auf das, was Himmler sagt, nicht enthalten. Mhm. Und dann haben wir natürlich gesagt, dass wir genau diese Reaktionen wieder in unseren Film integrieren müssen, weil es ja keine Radiorede war, sondern es war eine Rede eben vor Gleichgesinnten in einen sozialen Körper herein. Und dann überlegt man sich, naja, wie kann man das mit den Mitteln des Films erzählen? Da könnte man also eine zweite Stimme oder einen zweiten Schauspieler einführen, der dann quasi die Reaktion des Publikums liest und all diese Dinge. Und wir haben uns aber entschieden, einfach so als Art Untertitel dann die Reaktion in so einer ganz nüchternen Form zu machen. Mhm. Ja. Wenn man sich das anschaut, wie das Fernsehen mit den Doku-Soaps umgeht, dann haben wir ja da eine große, sehr populäre Kultur, wo genau mit diesem Dokumentarischen ja gespielt wird und zwar in beide Richtungen, also sagen wir mal Berlin Tag und Nacht, wo eben mehr oder weniger gute Schauspieler versuchen, so eine Community in Berlin zu spielen oder andere dokumentarische Formate, in denen genau damit auch ein neues Publikum generiert wird.
Wie setzt man sich einerseits im Theater und andererseits, ich meine, du hast es gerade schon beschrieben, im Film von diesen Formaten ab? Da muss man ja Widerstand leisten. Besteht ja die Gefahr, dass man sozusagen dann in einer Richtung arbeitet, Kommunikationsgewohnheiten sozusagen nochmal bedient im Theater. Aber das findet ja gerade nicht statt. Und im Film, also so wie du das gerade beschrieben hast, in dem Himmler-Projekt, ist es ja auch gerade das Wegschneiden von allem Spektakulären, von allem, von aller Agitation, die zu dieser brutalen Information zurückführt. Und also vielleicht könnt ihr beide nochmal dazu diesen Kontext nochmal beleuchten. Ja, ich habe das Gefühl, auf der Bühne werden Leute groß, also wachsen eher über die Dauer so einer anderthalbstündigen Aufführung. Also wenn das eben vielleicht so anfängt, als wo man sich fragt, als jemand, der dann irgendwie vielleicht mit so Projekten noch nicht so viel zu tun hatte, warum steht jetzt eben dieser Mensch auf der Bühne oder warum fängt er seinen Satz jetzt nochmal an, hat er das nicht gelernt, wächst das über die Dauer des Zuschauens sehr. Also ich gebe mir selber so, dass ich dann am Schluss das Gefühl habe, das ist einfach ein wahnsinnig interessanter, toller Mensch in allen Abgründen und in allem Schattierung. Und ich glaube, im Fernsehen, also soweit ich das verfolge, ich habe keinen, aber passiert, glaube ich, das Gegenteil. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute werden echt ziemlich hässlich und ziemlich doof. Also wenn man nicht dagegen arbeitet. Und ich glaube, da ist dann sozusagen eine gute Regie oder ein guter Autor und ein Schutzmechanismus, den man von außen an die Leute ranträgt, total nötig, dass sie sich vor einer Kamera nicht zum Affen machen oder dass sie im Schnitt nicht zum Affen gemacht werden, was ja alles auch ohne sie passiert. Es guckt jemand anderes sozusagen durch eine Kamera und entscheidet eben. Also trifft eine, wie du es gesagt hast, trifft eine Entscheidung. Also wie nah ist das Bild? Wo, was schneide ich jetzt gegen? Also wie erzähle ich irgendwie über Gegenschnitte irgendwie was dieser einzelne Mensch überhaupt nicht mehr in der Hand hat? Und das kann man auf der Bühne natürlich genauso machen mit Licht und mit Musik und mit Brüchen und Einspielungen und so weiter. Aber wir müssen uns natürlich die Leute, mit denen wir arbeiten, auch als Partner bewahren. Also wir können streiten und versuchen, jemanden irgendwie zu überzeugen, dass was gut ist, was er vielleicht am Anfang nicht gut findet und das, also was auch stattfindet. Also ein ganz großer Teil der Proben ist wirklich auch sozusagen das Ausprobieren, das auch über Grenzen gehen. Aber nicht so, ja, ich weiß nicht, es gibt glaube ich, so ein, also für mich ist Theater schon auch ein Schutzraum, obwohl es Licht ist und ein Ausgesetztsein. Aber ich glaube, dass das Kompliz zu sein von demjenigen, der auf der Bühne steht, den man eingeladen hat, also als Gastgeber, den nicht lächerlich zu machen, das ist für mich das oberste Gesetz. Und ich glaube, dadurch, dass das irgendwie völlig andere Produktionswege dann geht im Film, ist die Gefahr viel größer. Und natürlich guckt auch ein ganz anderes Publikum. Also auch die Zuschauer, die einen Raum teilen im Theater, sind ja, haben für diese 2 oder meinetwegen auch 8 Stunden, aber man hat ja eine Verabredung. Also es gibt, die Leute kommen, es gibt bestimmte Spielregeln, die einfach beherrscht werden von allen und die, glaube ich, für so einen Schutzraum extrem wichtig sind. Naja, mir fällt halt jetzt ganz gut ein, sagen wir mal, seitdem ich Filme mache, habe ich mir immer anhören müssen, was eigentlich passiert, wenn Beifall von der falschen Seite kommt zu den Filmen. Oder was ist, wenn das falsch verstanden wird. Das war übrigens auch jetzt im Pavillon so bei dem Film über diesen Neonazi-Aufmarsch. Das war am 8. Mai 2005 übrigens. Und da ist halt dann immer so, dass man offenbar immer noch glaubt. Und damals habe ich dann immer gesagt, naja, soll ich jetzt an der Tür stehen und dann immer fragen, ob jemand in der SPD ist oder fragen, ob er das Abitur hat, ob er 2 Fremdsprachen spricht. Wie soll man denn das überhaupt machen? Also das Interessante daran ist ja immer, dass man dann zwar in einer Demokratie lebt, aber das irgendwie gar nicht aushält, wenn sozusagen in einem demokratischen Raum Leute das vielleicht wirklich falsch verstehen.
Da muss man halt darauf reagieren. Und es hat sich auch gezeigt, dass das eigentlich nie ein Problem war. Und ich komme nochmal auf das Himmler-Projekt zurück. Das lief ja 2000 bei der Berlinale. Und da war das genauso. Als es dann darum ging, Filmförderung für den Verleih zu bekommen, dann gab es so Anschläge in Düsseldorf gegen, ich weiß gar nicht mehr, Weißrussen oder irgendwas an einer Busstation. Und dann war auf jeden Fall klar, das ist gefährlich. Und deswegen kann man jetzt so einen Film wie Himmler-Projekt nicht fördern, weil das dann der Treffpunkt von allen Neonazis irgendwie wird. Also als würden sich Neonazis in 3-Stunden-Film angucken, wo Zapatka vom Blatt wegliest. Ja? Also, aber das war halt ganz interessant. Und es war sozusagen einfach immer nur die Beschreibung der eigenen Angst. Und ich habe halt gesagt, naja gut, die Leute, warum können wir 40, 50 Jahre nach Kriegsende uns immer noch nicht so eine Rede von Himmler angucken und selber entscheiden, was das Schreckliche daran ist und das vielleicht das Interessante auch daran ist. Es muss ja irgendetwas gewesen sein, was die Leute da gefesselt hat. Was war es? Wir wissen es nicht oder können es nicht. Also all diese Arbeitsprozesse, immer diese Angst. Und das geht natürlich bis hin zu einer Vorführung im Fernsehen, was ja völlig unkontrollierbar ist. Ja? Also da können Leute ja, jeder weiß es, unter den unmöglichsten Bedingungen einen Film verfolgen. Also es ist immer eine Gefahr, eine Gefahr, eine Gefahr. Kennen Sie auch solche Auseinandersetzungen über Themen, zum Beispiel bei Qualitätssicherung, dass ein Theater sagt, nee, das können wir jetzt eigentlich nicht machen? Ja, bei dem jetzt nicht so sehr. Wir haben das Kapital gemacht, da schon ein bisschen. Also Karl Marx, das Kapital, erster Band. Heißt das Stück. Und wir haben das eigentlich, das war auch in Düsseldorf, der Intendant damals auch eher so ein bisschen als Provokation vorgeschlagen. Also wir haben so, was könnte man mal machen und wollt ihr nicht und so. Und dann haben wir, ist es uns, wir haben vorher mal drüber geredet, welche Werke gibt es denn, die so eben angeblich Kanon sind, aber doch niemand gelesen hat. Und das war, also haben wir das erstmal so als Provokation auf den Tisch gelegt und da war aber eher, ich glaube, das Theater interessiert sich eher für so Sachen. Oder wir reden gerade in Weimar mit dem Theater, ob wir die Rechte von Mein Kampf wären ja frei, 16, ob man dieses Thema nicht eigentlich auch durchs Theater besetzen müsste, bevor es in den Buchhandlungen eben einfach so zu kaufen ist, wieder das Buch und nicht nur im Internet zu lesen, was es ja die ganze Zeit ist. Und ich glaube, das Theater ist da eher, sucht das eher, also sucht das Besetzen von Themen in unserem Fall. Aber es gibt ja genug Beispiele wie das von Milo Rau, der dann eben Breiviks Rede reenacten lässt, eigentlich auch mit einer ähnlichen Nüchternheit vielleicht, sag ich, neben eine Schauspielerin, die einfach diesen Text liest und wir hören uns ihn jetzt mal an. Und da gab es ja sehr wohl Proteste und das wurde so sehr wohl dann anders organisiert und veranstaltet. Also es ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Mir ist das noch nicht passiert. Mir ist das eher vom Bundestag her passiert, dass wir eben dass wir ein Projekt, Deutschland 2 hieß das, wo wir Bundestagsreden simultan mitsprechen lassen wollten von Leuten, die sich vorher dafür gemeldet haben und die mit uns geübt haben. Also wir haben das so ein bisschen technisch trainiert. Was muss man machen, wenn man so einen Text hört und zeitgleich wiederholt? Wie kann man da die Konzentration halten? Und da wurde uns der Raum verboten. Das war jetzt aber eher die Sorge eben vom Bundestag her. Also das war da, vielleicht muss ich von vorne erzählen. Also wir haben es in Bonn machen wollen, im ehemaligen Plenarsaal. Der Umzug hat schon stattgefunden, aber eben die ganzen Anordnungen, Sitzanordnungen, war noch die gleiche Legislaturperiode. Deshalb sah das wirklich fast so aus wie eine Kopie von dem, oder Berlin sah aus wie eine Kopie von Bonn oder wie auch immer. Auf jeden Fall war die Frage, was kann man in so einem Raum machen, wo er so als Kopie noch rumsteht. Und haben wir gesagt, dass wir nicht eben eine herausragende Rede oder eine große Debatte oder irgendwas Historisches nehmen, sondern das war die letzte vor der Sommerpause, einen Donnerstag. Und wir laden Menschen ein, diese Reden, also ihre Stimme sich quasi zurückzuholen. Das war so unsere Umschreibung, während man sonst eben seine
seine Stimme abgibt und dann auch repräsentiert wird und für einen entschieden wird oder mit der Stimme und den Mehrheitsverhältnissen gearbeitet wird, haben für diesen Tag Leute, die sich melden, die Möglichkeit, eben sich anzufühlen, wie sich's rauszukriegen, wie sich's anfühlt, jetzt so eine Stimme wieder zu haben. Und Können wir uns ja auch mal angucken. Können wir uns, ne? Wir reden halt nicht. Also was wir uns angucken können, ist, wir haben alle Leute, die sich dafür interessiert haben, kurz gebeten, sich vorzustellen, zu sagen, warum sie das machen. Soll ich da mal was zeigen? Okay. Achso, jetzt habe ich hier wieder die. Guten Tag, ich bin Gisela Schütte. Ich war Realschullehrerin, bin jetzt seit letztem Sommer nicht mehr im Dienst. Ich würde am 27. gern dabei sein, weil ich seit 72 hier in Bonn wohne, weil wir politisch sehr engagiert und interessiert sind, weil ich als Geschichtslehrerin damit viel zu tun hatte und immer noch zu tun habe. Und ich würde gerne, wenn ich bei diesem Projekt mitmache, jemanden von der SPD nehmen und vielleicht Frau Buhlmann oder Frau Ulla Schmidt. Weil beide Frauen mir imponieren von ihrer Art, auch von ihren Gebieten her, und ich sie mit Interesse verfolge. Dankeschön. Mein Name ist Erich Müller. Ich arbeite nicht mehr. Ich bin 81 Jahre. Ich bin Trainer beim OFC Bonn. Ich trainiere die Alten, habe einen Weltmeister dabei und nebenbei Jugendliche. Außerdem bin ich in der DLRG Ehrenvorsitzender St. Augustin und unterrichte an den Schulen St. Augustin Rettungsschwimmen. Am 27. wäre ich ganz gerne der Klos, weil ich einerseits Sachse bin und zweitens durch meine bayerische Frau und auch 7 Jahre in Berchtesgaden und Sonthofen verbracht habe, habe ich zu den Bayern mehr Sympathie als zu den Preußen. Fertig, mehr gibt's nicht. Mein Name ist Christoph Küpper, ich bin 23 Jahre alt, heute geworden, wohnhaft in St. Augustin, und ich arbeite als Bankangestellter bei der BB Bank in Bonn. Ich wäre am 27. Juni gerne hier bei dieser Theaterführung dabei als Guido Westerwelle, weil ich den Herrn Westerwelle selber sehr schätze, auch als Politiker, und ich auch auf der liberalen Seite arbeite und da auch voll die Position vertrete. Ja, mein Name ist Harald Drexler. Schönen guten Tag. Ich bin als Mitarbeiter im Bundesumweltministerium, als Sachbearbeiter in der Abteilung Reaktorsicherheit tätig. Und ich wäre am 27. Juni ganz gern der Bundeskanzler Gerhard Schröder. Aus dem einfachen Grund, ich denke mir, er ist Hannoveraner, als solches eigentlich ganz gut zu verstehen. Und ich denke, das ist für das Projekt ja sicherlich ganz hilfreich. Okay. Bitte sehr. Soweit vielleicht, oder? Gibt 400, also. Alle online. Nee. Ja, das wäre schön, stimmt. Aber das Interessante, was hier sofort auffällt, ist, dass Affirmation der Zugang ist, ne, bei den Darstellern. Also das ist ja eigentlich verpönt. Also Affirmation nur, wenn es eigentlich subversiv ist, aber das ist ja affirmative Affirmation. Ne? Ja, das stimmt. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, sie wollen gerade jemanden vertreten, den sie ganz schlecht finden und dessen politische Meinung sie gar nicht vertreten, und wollten sich mal einfach sozusagen gucken, wie sich das anfühlt. Also gab beide Strategien, aber ja, es gab auch Leute, die irgendwie, wir haben halt diesen Kirschner, es gibt ja dieses Buch, wo alle Bundestagsabgeordneten so vorgestellt werden mit so einem Bildchen und ein bisschen was zur Familie und so zur Bildung und so. Und da haben Leute auch einfach gesagt, wie gefällt mir, nehme ich die, oder sozusagen, also wild rausgesucht, weil man ja auch nicht alle, damals waren es, glaube ich, 600 irgendwas, da kennt man ja nicht alle, so, die dann auch versucht haben, so Nebenfiguren eher zu nehmen oder eben die Strategie Hauptfiguren, oder ja, so.
gab es alles. Und genau, das fand dann eben nicht statt im ehemaligen Plenarsaal, weil, wie war jetzt die Formulierung, die Würde war gefährdet, des Bundestags, genau. Also das hat uns alle auch, also das war auch dann nicht mehr argumentativ aus dem Raum zu bringen. Also die Würde war gefährdet durch den Vorgang, dass Leute, die reden, zeitgleich mitsprechen. Und dann haben wir das in auch in der Theaterhalle letztendlich gemacht, also in Bonn, was schade war, weil natürlich irgendwie diese Stühle toll gewesen wären, anders zu besetzen und überhaupt irgendwie so, dieser Raum hat eine Aura, also kann man nicht so richtig erklären, aber natürlich hat er eine. Und das in das Projekt mit aufzunehmen und wirklich irgendwie so zwei Sitzungen parallel auch angucken zu können, wäre schon großartig gewesen. Und da war es halt dann so eine ziemlich, so funktionale Theaterhalle, wo es stattfand. Romuald, du hattest mich hingewiesen noch auf den Film Warheads, ein Film von 1992, auch im Zusammenhang dieses Projektes. Wie kann man über Krieg berichten? Ähnlich wie das die Frage von Rabih Amrouh beispielsweise ist oder auch Hitos Dayal. Wie kann man eine kritische Gegensprache zu der Besetzung von Bildern einnehmen? Vielleicht kannst du da auch noch mal so charakterisieren, welche Methode du da angewandt hast. Ich kann es wirklich nicht, ich weiß gar nicht, was man da sagen soll, außer dass man seinen eigenen Weg versuchen soll, irgendetwas zu erzählen. Und sagen wir mal, in Bezug auf Warheads, das ist jetzt ein 3-Stunden-Dokumentarfilm, der eben einen Deutschen porträtiert, der 20 Jahre in der Legion war, und einen Briten, der als Söldner arbeitet und im Dezember 91 in Kroatien im Bürgerkrieg aktiv war, und wir haben ihn eben nach Kroatien begleitet und da gefilmt. Und das Einzige, was ich jetzt, sagen wir mal, so in der Schnelle sagen kann, ist eben, dass für viele das ein Unding war, dass man sich überhaupt mit solchen Leuten beschäftigt. Also sinnbildlich war der Leiter des kleinen Fernsehspiels, der uns gesagt hat, dass man halt für so Leute überhaupt kein Geld ausgeben soll, wenn man wisse vorher schon, was hinterher zu hören sein wird. Ja? Und das war halt sozusagen diese überhebliche Bildautorität und Inhaltsautorität, die natürlich auch politisch gespeist war, wie Dinge zu sein haben. Und glücklicherweise habe ich dann einen anderen Redakteur gefunden und andere Mitstreiter, die bereit waren, dann einfach diesen Weg zu gehen. Und das war halt ganz interessant, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass man dann immer oft kritisiert wird für etwas, wo es aber dann trotzdem nicht Dutzende oder zigfache andere Filme dazu gibt. Also es ist immer, ja, so geht das nicht, aber gleichzeitig gibt es halt kaum andere Leute, also Filmemacher, die eben, ich habe damals in München gewohnt, dann in diesem Konflikt, der einfach nur 5 Autostunden entfernt war, versucht haben, etwas anderes zu erzählen als das, was wir jeden Abend im Fernsehen gesehen haben. Ja? Und das sind dann irgendwie so handvoll, also wenige Filme. Und das taucht eigentlich immer wieder auf. Ja? So geht's nicht, aber dann am Ende gibt es halt doch nichts. Und ja, keine Ahnung, daran schärft man dann vielleicht ein bisschen, was da ist. Aber wie das jetzt im Einzelnen, das kann man irgendwie nicht erklären. Aber es zieht sich so insgesamt durch die Arbeit, glaube ich, durch, immer wieder das eigene Medium zu reflektieren, immer wieder einen Weg zu finden, einen kritischen, distanzierten Blick zu behalten. Ich glaube, wichtig ist, ich weiß nicht, das ist mir auch noch eingefallen, als du vorhin erzählt hast, man darf ja nicht vergessen, dass, sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren Dinge ja viel permissiver geworden sind. Also, dass es zum Beispiel, so wie Anfang der 90er Jahre, als dieser Film Warheads rauskam, dann gab es da noch einen Film von Thomas Heise, der hieß Stau, jetzt geht's los, über Neonazis in Halle. Und dann noch einen Film von Winfried Bohnengel,
Beruf Neonazi über den Michael Kühn. Und diese drei Filme, die wurden da immer zusammengebracht und das wurde dann sozusagen alles zusammengequirlt. Und da gab es wirklich, gerade bei dem Bohnengel-Film, massive Proteste gegen die Aufführung des Films von Antifa-Leuten und die uns zum Beispiel hindern wollten, damals im Filmmuseum München, dass wir uns überhaupt den Film angucken. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass heutzutage solche Auseinandersetzungen stattfinden zu irgendeinem Film. Und man kann ja, sagen wir mal, das immer wieder erkennen, dass halt den Leuten eigentlich fast alles wurscht ist. Und man hat so manchmal das Gefühl, auch nochmal zum Theater, ich habe vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren, wollte ich mal das meistgespielte Theaterstück im Nationalsozialismus am Residenztheater inszenieren. Und der Dramaturg, der hat mich dann nur angeguckt, der hat das überhaupt gar nicht verstanden. Und, was war's denn? Das war Schlagiter von Hans Joost. Mhm. Und das war insofern, glaube ich, interessant, weil es halt einfach, es gibt ja keine Videoaufzeichnung dieses Theaterstücks. Also der einzige Ort, an dem man sich eigentlich mit diesem Theaterstück auseinandersetzen könnte, wäre das Theater gewesen. Und das sozusagen dann ein Theater, die irgendwie immer so Veranstaltungen zum Nationalsozialismus machen, am Ende dann irgendwie sich nicht trauen, einfach mal Leute genau eins zu eins auf das draufzulassen, das war halt so bezeichnend. Heute gibt es natürlich dann wieder mal ein bisschen Diskussion, aber letztendlich könntest du das halt viel eher machen. Mhm. Darauf will ich eigentlich hinaus, ja. Weil es eigentlich schon wurscht ist. Ja. Hauptsache, man ist in den Medien, also sage ich jetzt mal negativ, oder es gibt Rambazamba oder irgendeine, aber so, ist sehr permissiv. Wie ist das bei Ihnen? Das sind, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, eine Person auf die Bühne zu bitten, das Vertrauen zu erwerben, zu dem Sie sich eigentlich sehr distanziert verhalten müssten, aufgrund dessen, was er oder sie tut? Ja, also ich hätte jetzt auch ein Problem im Neonazi. Also wenn es dahin leitet, das war schon ein paar Mal die Frage. Wir haben auch mal mit Exit gesprochen, diesem Aussteiger, Organisation oder Verein und mit Leuten, die eben auch in diesem Verein waren und uns dann aber auch dagegen entschieden, weil das ja die Frage war, kann man irgendwie mit so einem in Anführungszeichen, aber kann man mit dieser Person jetzt zum Prozessbeginn von 3, 4 Monaten Treffen, immer wieder Proben, sich das immer wieder anhören, sich dem auszusetzen. Und da sind wir eingeknickt, also weil das tatsächlich irgendwie mit so einer Wucht irgendwie auch argumentiert wurde und in so eine Logik gedacht wurde, wo wir wirklich irgendwie das Gefühl hatten, nee, das schaffen wir nicht. Und das ist schon, also jetzt kann man nicht vergleichen zu dem CDU, Politiker, aber natürlich war es da auch eine Frage, also inwiefern ist arbeitet mit einer Person zusammen, die gekonnt auch den Rahmen für sich selber nutzen kann. Der hätte das auch umdrehen können und sagen irgendwie, ja wunderbar, jetzt habe ich eine Bühne und jetzt kann ich endlich mal wieder in der Öffentlichkeit stehen und das ist jetzt politisch nicht gefährlich, aber die Frage ist ja schon irgendwie als was lädt man dann jemanden ein, das auch zu machen. Und so rum stellen wir das uns immer. Ich bin also sehr oft mit den Leuten auf der Bühne nicht einer Meinung. Das finde ich auch produktiv. Also es ist nicht so, dass man irgendwie versucht, irgendwie möglichst Leute zu finden, die einem so aus der Seele sprechen oder das alles vertreten, was man selber auch vertritt, sondern es gibt irgendwie eigentlich ganz oft produktiv konträre Meinungen. Und das finde ich gut. Das finde ich gut auf der Bühne. Also im Cast, aber auch sozusagen mit dem mit der Regie oder wenn man Texte schreibt, also sich da auch so dran zu stoßen. Je genauer man sich mit Personen beschäftigt, die sozusagen nicht positiv besetzt sind, desto schwieriger hat man es mit dem Projekt. Ja, einfach jetzt stimmt. Mal, wenn man sich mal vergegenwärtigt, ob man dann irgendeinen Sponsor dafür gewinnen kann. Ja? Und gleichzeitig hat man es natürlich auch schwieriger in der Rezeption. Ja. Wenn es einem gelingt, hat man aber auch sozusagen einen anderen Output. Aber trotzdem ist es immer der schwierige, der dornigere Weg. Und letztendlich denke ich halt, dass es, sagen wir mal, seitens der Kunst, wenn man sich das finanziell erlauben kann,
immer ratsam ist, genau diese schwierigen Wege zu gehen und auch sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die eben nicht deckungsgleich sind, weil man einfach doch mehr erfährt und vielleicht auch ein besseres Verständnis. Und nur, sagen wir mal, man merkt halt einfach, dass das eben auch wirklich weniger unterstützt wird, komischerweise. Mhm. Ja, also sozusagen, man ist natürlich gegen das Böse an sich, aber woraus setzt sich sozusagen die Kraft des Bösen auseinander? Wer trägt sie? Wer vermittelt sie? Wer inszeniert sie? Ja, also das wollen wir natürlich dann wiederum nicht wissen. Mhm. Ja? Und wirklich ganz pervers ist es halt dann, wenn man dann einen Film macht über eine Person, die nicht gesellschaftlich positiv besetzt ist, dann Leute sich versteigen zu sagen, dass ich eigentlich genauso bin wie die Person, die gezeigt wird. Das ist also auch. Und die Gefahr ist da. Ja. Das ist ständig sozusagen so, ja. Und das nervt natürlich total und ist auch ein bisschen unklug, aber das ist fester Bestandteil. Und übrigens, dann höre ich auch auf, geht es auch vielen Schauspielern so, die dann, wo man dann immer wieder merkt, jemand lernt den Schauspieler kennen und sagt dann, der ist gar nicht so, wie man dachte, dass er ist, weil sie ihn sozusagen über die Rollen als Person ja, so systematisiert haben und dann sehen die, ja, der ist ganz anders. Ne? So. Du hast ja einen Hang, will ich nicht sagen, aber die eine Suche nach solchen Figuren wie dem Massenmörder Hamann oder auch Himmler und da wären noch einige andere anzuführen. Ich finde nochmal, wenn man über Wirklichkeit spricht, ist es sehr wichtig, über die Auftraggeber und die Finanzierer zu sprechen, weil das ist ja ein ganz wesentlicher Teil. Du hast beim Himmler-Projekt gesagt, das war ein selbstfinanziertes Projekt, große Unabhängigkeit. Wo steht man da in diesem Zusammenhang? Denn da wird es ja dann ganz konkret bei einer Theaterproduktion noch mal mehr. Nein, es ist eigentlich dieselbe Produktion wie im dieselbe. Es sind ähnliche Fragen wie in einem Filmprojekt. Wahrscheinlich abgeschwächter, oder? Weil es viel kleineres Publikum ist. Also ich habe das noch nie erlebt, irgendwie, dass eine jetzt da auf fürs Theater wäre es ja dann die Dramaturgie oder die Intendanz, dass die einen sozusagen inhaltlich reinquatscht oder sagt irgendwie, das machen wir nicht oder so. Hab ich tatsächlich, also wir haben Diskussionen darüber. Man guckt irgendwie, was ist der richtige Zugang. Aber ich glaube, das ist schon verschärft im Film, oder? Weil es geht um viel mehr Geld, es geht um viel mehr Leute, die es gucken, einen größeren Apparat. So ein es hängt auch wieder, also man kann es gar nicht so genau erklären. Es hängt einfach davon ab, in welcher Dimension das budgetiert wird. Mhm. Und natürlich ist es schwieriger, einen teuren Spielfilm zu finanzieren, der sich, sagen wir mal, mit dem Privatleben Adolf Hitlers beschäftigt oder Heinrich Himmlers, als jetzt einfach an einem Tag im Studio selber einen Dokumentarfilm zu finanzieren. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, manchmal ist es so, dass man zum Beispiel nach den Anschlägen in London, das war 2005, glaube ich, ist mir halt aufgefallen, dass es zwar die Hamburger Gruppe um Atta gab, aber dass es eigentlich bis ein, zwei Ausnahmen überhaupt gar keine filmische Erzählungen zu dieser Sache gab, aus Deutschland heraus. Ja. Es gab zwar so Omnibus-Filme, die irgendwie aus dem Ausland produziert wurden, wo überhaupt kein deutscher Regisseur dabei war, aber wir haben so getan, als hätte dieses Thema mit uns gar nichts zu tun. Und dann habe ich halt auch wieder ein Dokument gefunden über eine Zeitung und wollte dann sozusagen im Juli war der Anschlag und dann wollte ich eigentlich in diesem Jahr 2005 diesen Film machen. Und wenn du natürlich jetzt erstmal diese Anträge stellst und Redakteure ansprichst, dann kann die Finanzierungszeit ein, zwei Jahre dauern. Und ich wollte aber einfach 2006 bei der Berlinale den Film zeigen. Mhm. Und das geht halt dann nur, wenn man eben volles Risiko geht und Leute findet, die halt mitziehen. Das ist auch eine Entscheidung, also ob man etwas schnell machen möchte, ob man irgendwie so wie bei dem Angriff auf die Demokratie, da war die Veranstaltung im Dezember und die Vorführung auf der Berlinale im Februar. So. Und andere Projekte haben einfach einen anderen Vorlauf und eine andere Erzählgeschichte auch. Mhm.
Ich meine auch, das ist das, der Kontext der Aufführung. Also du hast dich sehr stark fürs Theater als dem Ort auch entschieden. Dein Ort ist ja nicht nur das Kino, sondern das ist ja auch die Kunsthalle oder der Kunstkontext. Und das ist das große Thema mit Birgit Hein und anderen Filmemachern gewesen, die oder Harun Farocki jetzt als Beispiel, die ihre Arbeiten zunehmend im Kunstkontext eben zeigen. Die Frage ist, was ist der Ort, mit dem diese kritische Auseinandersetzung weiterzuführen ist? Naja, man muss sozusagen jedes Schlachtfeld, das es gibt, nützen für das eigene Projekt. So, glaube ich, muss man das sehen. Und du hast vorhin zum Beispiel von diesem Exit-Programm gesprochen. Christoph Schlingensief hat das ja mal an der Volksbühne versucht, mit so Leuten da zu arbeiten. Und ich erwähne deswegen Schlingensief, weil ich Schlingensief als Filmemacher kennengelernt habe. Also wir haben uns 1990 in Saarbrücken beim Max-Ophüls-Festival kennengelernt. Und dann konnte ich wirklich parallel zu mir beobachten, wie der eigentlich immer weniger im Kinokontext arbeitete, dann auf einmal sozusagen im Theater seinen Wirkungsort bekam und dann sozusagen auch in die Kunst verschwand. Ja. Und bei Farocki ist es ja so ein bisschen ähnlich. Also ich kenne ihn eigentlich auch als Filmemacher, der ja noch ist, der halt aber auch im Filmkontext gearbeitet hat, auch Fernsehproduktionen gemacht hat und jetzt also sozusagen fast schon so ein Pionier in der Kunstwelt wird für diesen Switch. Und jetzt kann man natürlich kritisch sagen, ja, das ist der einzige Ort, wo wir noch solche Geschichten erzählen können, weil offenbar die Kunst eher bereit ist, das zu akzeptieren oder denen es eher wurscht ist, was da passiert, ja, als von beiden. Und irgendwie ist das problematisch und insofern ist zum Beispiel so jemand wie Steve McQueen ganz gut, weil er genau den Gegenweg geht. Also der kommt sozusagen aus der Kunst und hat es jetzt zu den Golden Globes geschafft. Ja, so. Also ich glaube, dass einfach diese Wechselwirkung an jedem einzelnen Künstler hängt, wie sehr er welche Power in was reinsteckt. Mhm. Ja, so. Wollen wir öffnen? Achso. Ich wollte gerne noch mal auf eins eingehen, sozusagen diese Reenactment von oder zeitgleich oder Mit-Enactment eigentlich von politischen Reden, was mit Deutschland 2 gezeigt wurde, ist ja im Prinzip so eine Brücke dann zum Ready-Made selbst, was Sie in Hauptversammlung gezeigt haben, dass Sie nämlich sagen, so, wir holen nichts mehr ins Theater, sondern wir bringen die Leute dahin, wo die Wirklichkeit stattfindet, also vor allem dann stattfindet, wenn wir nicht dabei sind, weil wenn sie dabei sind, ist es ja schon manipuliert oder so, aber soweit es überhaupt geht, gehen in die Hauptversammlung von Daimler und sagen, das ist jetzt Theater. Vielleicht können Sie uns das nochmal zeigen, einen Ausschnitt, und dass wir da noch einen Moment drüber sprechen. Okay. Also was ich zeigen kann, ist, wenn ich es finde, ist ein Bericht darüber, weil wir durften da nicht drehen und auch die Medien werden ja nach der, sozusagen, es wird die Eröffnung, es gibt die Eröffnungsrede, das ist mit Medien, mit Kameras und da wollen sie auch die guten Zahlen und es geht auch darum, in die Tagesschau zu kommen mit der Tatsache, dass die Hauptversammlung stattfindet und danach werden ja die Kameras und Journalisten und so weiter rausgeschickt und dann beginnt die eigentliche Hauptversammlung, zu der dann eben nur Aktionäre zugelassen sind. Und wir haben 200 Leute oder zwischen 150 und 200 Leuten ermöglicht, praktisch diesen ganzen Tag die Hauptversammlung zu besuchen, indem wir sie entweder gebeten haben, Aktien zu kaufen, beziehungsweise selber Aktien gekauft haben oder Leute gefunden haben, die Aktien haben. Die kann man nämlich überschreiben. Also man kann jemanden mitnehmen, man kann eine zweite Person einladen oder man kann jemanden als Vertreter schicken. Und das war der Vorgang. Mal ganz kurz, ich zeige einfach ein bisschen von diesem Bericht. Großes Theater kündigt sich an im Berliner Kongresszentrum. Jahreshauptversammlung der Daimler AG. Bei Ankunft der Anteilseigner Proteste gegen Vorstandschef Zetsche. Belegschaft raus, damit die Hände hoch! Etwa 6600 Menschen sind da. Und Rimini-Protokoll. Die Theatergruppe hat die komplette Versammlung zur Inszenierung erklärt.
150 Leute hat Rimini-Protokoll mitgebracht. Dazu haben sie Aktionäre überzeugt, ihr Recht auf Teilnahme abzutreten. Theater ganz real. Sie bitten, sich an die Regeln dieser Hauptversammlung zu halten. Wenn Sie weiter die Hauptversammlung stören, würde ich Sie bitten, die Hauptversammlung zu... Großes Theater kündigt sich an im Berliner Kongresszentrum. Jahreshauptversammlung der Daimler AG. Bei Ankunft der Anteilseigner Proteste gegen Vorstandschef Zetsche. Belegschaft raus! Damit die Hände hoch! Etwa 6600 Menschen sind da. Und Rimini-Protokoll. Die Theatergruppe hat die komplette Versammlung zur Inszenierung erklärt. 150 Leute hat Rimini-Protokoll mitgebracht. Dazu haben sie Aktionäre überzeugt, ihr Recht auf Teilnahme abzutreten. Theater ganz real. Und dennoch steckt jeder in einer Rolle. Das sind Mitwirkende. Ich würde irgendwie eben sagen, die Leute, die hier als Aktionäre reingehen, haben genauso Rollen, wie es Herr Zetsch oder Herr Bischof oder sonst irgendjemand hat, der da oben sitzt. Sie sind also alle Teil des Stücks, auch wenn Daimler von der Rimini-Protokoll-Idee offensichtlich nicht begeistert ist. Wir sollten die Regeln des Anstands einhalten, auch werde ich Störungen des Ablaufs der Hauptversammlung nicht zulassen. Dies ist hier weder ein Schauspiel noch ein Theaterstück. Und es gelten die für alle Aktionäre und Aktionärsvertreter bindenden Regeln. Daimler wollte keine Zusammenarbeit mit Rimini-Protokoll. Auch wenn klar war, dass es tatsächlich nur um Teilnahme geht und keine Aktionen geplant sind. Aktionen haben dann andere gestartet. Darf ich Sie bitten, sich an die Regeln dieser Hauptversammlung zu halten? Wenn Sie weiter die Hauptversammlung stören, würde ich Sie bitten, die Hauptversammlung zu verlassen. Wenn Sie nichts Gescheites zu sagen, sonst würden Sie ja diesen Weg gehen. Soweit vielleicht. Ja, dass Herr Bischof gesagt hat, es ist kein Schauspiel, es ist kein Theater, war sozusagen das Geschenk, was uns Daimler gemacht hat an diesem Tag. Weil, nachdem er es gesagt hat, natürlich alle gefragt haben oder darüber nachgedacht haben, ob vielleicht nicht doch das alles Theater ist. Und das war es dann auch. Also natürlich ist das irgendwie ein sehr sozusagen versucht oder der Versuch, das sehr wasserdicht zu machen, so eine Veranstaltung, geht auch da um sehr viel Geld. Also jede Störung führt dann wieder zu einer Klage, wo es um wahnsinnig viel Geld geht. Und deshalb sind die so rigoros. Und das für uns Spannende war, also wir haben gar nicht versucht, im Vorfeld diese Veranstaltung irgendwie mit Daimler irgendwie zu planen, sondern wir haben das einfach wirklich auf dem legalen Weg gemacht, haben versucht, so möglichst viele Leute einzuladen, dahin zu gehen, Aktien zu kaufen. Kann man ja auch wieder verkaufen danach. Und dann, ja, einfach diesen sozusagen das pure Zugucken erstmal zu ermöglichen und da auch auf so eine Dauer zu setzen. Also das finde ich auch wesentlich für so einen Tag, zu sagen, der beginnt eben um 9 und er endet kurz vor Mitternacht. Man muss irgendwie noch die letzten Abstimmungen machen an dem Tag, sonst wird es noch teurer, weil man muss das irgendwie wiederholt werden oder noch mal eingeladen werden. Und ja, aber sowas zu öffnen, eine Inszenierung, die stattfindet, die auch von Bedeutung ist, zu sagen, das ist ein Teil auch unserer Gesellschaft, zu sagen, da gehen wir jetzt hin und gucken zu. Und das war dann aber, also Daimler hat im Vorfeld spitz gekriegt, dass wir das machen und die kamen auch mit Anwälten angerollt. Und als wir beteuert haben, dass es uns wirklich nur um das pure Zuschauen ging, konnten die es eigentlich nicht glauben, weil wiederum deren Vorstellung von dem, was eine Theatergruppe mit sowas macht, halt so jenseits von unserem Theaterbegriff war, dass das, die konnten sich nicht vorstellen, dass man das macht, dass man die Chance verstreichen lässt, sozusagen nicht ans Pult springt, nicht mit Blut um sich wirft oder irgendwie Dinge macht, die sie im Kopf haben, die sie sich vorstellen, was eine Theatergruppe normalerweise eben machen würde, als Protestform vielleicht auch. Und uns ging es wirklich um das Zugucken. Ja, ein Doppeltes. Ne? Zum einen den Rahmen so zu setzen und sagt, hier kann man auch Zeichen lesen, als wäre es auf der Bühne. Aber gleichzeitig, was sich auch gezeigt hat, dass die Betrachtung natürlich das Ereignis automatisch verändert. Ja, klar. Mhm. Ja, vielleicht öffnen wir. Sofort. Mir fällt ein Beispiel nur ein. Das war, glaube ich,
nach der Wende, diese erste Bundestagswahl, wo das CDU-Plakat blühende Landschaften im Osten war. Und da hatte, glaube ich, Klaus Steck das irgendwie lanciert, dass es sein Plakat sei. Und das hat einen wahnsinnigen Aufstand gegeben, wie diese bescheuerten Wahlhelfer ein Plakat von Klaus Steck da aufhängen konnten. Aber es war gar nicht seins. Ich muss nur korrigieren, das fand nicht im Berliner Kongresszentrum statt. Da wäre gar nicht so viel Platz für die ganzen Leute gewesen, sondern im ICC. ICC, genau. Aber das gebe ich an Dreiseit weiter. Die Daimler-Versammlung, genau. Ja. Ich würde gerne was fragen zu dem Himmler-Projekt. Es war angelegentlich die Rede von Authentizität, aber nur in Bezug auf das Dargestellte und nicht auf die Darstellungsweise. Während das Himmler-Projekt ist ja ein Beispiel par excellence für die Autoreflexivität der Darstellungsmethode. Denn Himmler erscheint nicht, also es erscheint ja das Dargestellte überhaupt nicht, sondern nur die Art und Weise der Aufnahmen. Ich kann mich übrigens interessanterweise überhaupt nicht daran erinnern. So selbstverständlich kam mir das vor, dass die Publikumsreaktionen mitverlesen wurden. Aber ich kann mich sehr genau erinnern, dass die Versprecher drin geblieben sind. Ich will jetzt nicht fragen, ob alle drin geblieben sind oder ob das jetzt wirklich die Versprecher waren und ob die getürkt waren zum Teil, sondern also mir kommt es darauf an, dass die Darstellungsmethode hoch autoreflexiv ist. Ich weiß nicht, was soll ich? Ja, bitte. Die Frage war. Also. Ach so. Also, welche Methode man hat. Ich habe die Frage nicht gehört oder verstanden. Und wenn ich jetzt kurz wiedergeben darf, also es geht darum, nach welcher Methode man arbeitet. Ist das das, was Sie wissen wollen? Oder? Es war von Autoreflexivität die Rede. Das haben Sie eingeführt jetzt, den Begriff. Es war eine Stunde vorher von Autoreflexivität die Rede oder von Authentizität außerdem. Und ich denke, man kann darüber vielleicht nicht vernünftig reden, wenn man nicht zwischen den beiden Aspekten unterscheidet, was in Bezug auf das Dargestellte authentisch ist oder autoreflexiv ist und was in Bezug auf die Darstellungsmethode. Okay, verstehe. Ich habe eigentlich nur eine Zwischenfrage, denn ich habe das nicht gesehen, aber die Frage, ist das ein absichtlicher Versprecher oder ist das, die ist ja schon interessant. Ne? Also ich erkläre es vielleicht nochmal für alle, die den Film nicht kennen. Also es gibt, also man sieht eben im Studio Manfred Zapatka, der vom Papier weg diese Rede vorliest. Und im Film gibt es Versprecher. Und diese Versprecher sind Versprecher des Schauspielers Manfred Zapatka bei seiner Arbeit. Und natürlich würde man die auch im Film rausschneiden, ja, weil man das gar nicht gewohnt ist, dass sozusagen Fehler oder Versprecher im Film enthalten sind. Ich habe aber gemerkt beim Schnitt erst, dass das eine ganz interessante Irritation ist, in dem Sinne, dass man sich fragt, ist es jetzt ein Versprecher von Manfred Zapatka, dem Schauspieler, oder von Heinrich Himmler, den er liest. Gleichzeitig, und das war die nächste interessante Ebene, ist mir klar geworden, dass diese Versprecher auch helfen, immer wieder klarzumachen, dass also ein Schauspieler für uns diese Arbeit leistet, diesen Text zu lesen. Ja, dass also immer klar ist, dass es jetzt sozusagen keine 1:1 Reproduktion der Himmler-Rede ist, sondern es ist sozusagen eine Übertragung aus dem Jahr 2000 mit den Mitteln und so weiter. Es ist ein Film aus dem Jahr 2000 und nicht dort. Und das kann man damit ganz gut erzählen, ohne dass man vielleicht einfachere Effekte benutzt, so kann man das vielleicht erklären. Aber ich, zu Ihrer Frage kann ich einfach, glaube ich, auch nichts sagen, weil das fast da schon so enthalten ist, dass man versucht natürlich auch, vielleicht das noch hilfreich,
einem Schauspieler zum Beispiel auch zu sagen, dass er halt an den harten Stellen im Text oder an den brutalen Stellen im Text nicht eine sogenannte Betroffenheitsmine aufsetzt. Das ist ja das, was mir zum Beispiel das Sehen von Nachrichten so unerträglich macht, wenn dann Frau Slomka immer so ganz betroffen erzählt, was jetzt gleich zu sehen sein wird. So, als sei das dann hätte das irgendeine Bedeutung. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe der Regie, die man eben dann mit dem Schauspieler bearbeitet. Man unterbricht und setzt wieder weiter an und sagt, nein, mach es sozusagen anders oder guck nicht genau da an der Stelle in die Kamera oder sonst was. Das sind so Sachen, die man sich erarbeitet. Ja. Ja, gut. Es ist sicherlich ein bisschen schwierig, da jetzt reinzukommen, was ich jetzt mache. Ich bin mal kurz beigegangen und habe, ja, was habe ich gemacht? Ich lese einfach mal vor. Mhm. Der Bankbeamte sagt, ich spiele eine Rolle. Am Tage habe ich gerade Menschen in Asien getötet, weil sie wahrscheinlich bald keine Grundnahrungsmittel mehr haben werden. Und mein Chef, aber der hat mir einen Bonus gegeben und ich kann mir endlich den BMW kaufen und mein Vater wird stolz sein und meine Freundin erst. Und wir schaffen es heute endlich sicherlich, ein neues Kind zu zeugen. Also, das kann man jetzt sicherlich noch fortsetzen. Ich bin doch kein Mörder, wer sagt das? Ich sitze eigentlich nur am Schreibtisch, am Computer, arbeite mit Zahlen, verändere Zahlen, es geht um Mengenpotenziale und Korrelationskurven und die gehen immer hoch. Und naja, was habe ich damit zu tun? Mhm. Und Sie haben jetzt ein Stück über einen Bankangestellten geschrieben. Nein, ich habe den Bankangestellten, den wir da vorhin gehört haben, einfach mal andere Worte in den Mund gelegt, um vielleicht eine Zusammenfassung zu machen von Ihrem gesamten Konzept. Aber jetzt ist die Frage, gehen Sie so weit? Es geht ja letzten Endes um das Problem, dass wir alle permanent Rollen spielen, also in einer Inszenierung drinstecken, ja, und die Inszenierung selber nicht wagen, in Frage zu stellen. Wieso? Weil wir nicht differenzieren genug, was ist Inszenierung oder was ist das andere? Wo denken Sie denn, wird inszeniert bei einem Bankangestellten? Ja, nicht beim Bankangestellten. Ich habe es ja versucht darzustellen, ich habe es auch versucht, auf den Punkt zu bringen, dass es hier um eine Rollenidentität geht, ne, die ich da ein bisschen durchgespielt habe. Und die kann man dann wiederum, ne, nach Hause hat er noch eine andere Rollenidentität, dann ist er lieb und artig. Oder, weil ich übertreibe das jetzt. Mhm. Und also das heißt, wir spielen sind permanent Schauspieler, ohne es eigentlich zu merken, dass wir Schauspieler sind, weil wir irgendwie nicht das Handwerkzeug haben, was dem Schauspieler eigentlich zugrunde liegt. Oder, ne, ich weiß gar nicht, ob man Schauspieler ist. Also ich glaube, da kann man ganz gut von einer Charaktermaske sprechen. Also es gibt eine bestimmte Logik, in der man agiert. Und die Logik vom Bankangestellten kann interessant sein, würde mich auch interessieren. Dann würde ich aber, glaube ich, den zu Wort kommen lassen. Sie haben sich ja jetzt versucht, in einen Angestellten reinzudenken und daraus sozusagen einen Text gemacht. Aber das ist... Das ist sozusagen ein ganz anderer Vorgang, als ich es jetzt. Also diesen Ausschnitt, den wir gesehen haben, der erklärt ja ein junger Mann, warum er eine bestimmte Rolle übernimmt. Also warum interessiert er sich für das Repräsentieren eines bestimmten Politikers? Deshalb bin ich nicht nur darauf eingegangen, sondern auch auf das Ganze eingegangen. Mhm. Also es kommt ein bisschen, muss ich dazu sagen, ich habe eigentlich vor 35 Jahren das gemacht, was Sie jetzt machen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe nie die Authentizität zu dem Zeitpunkt in Frage gestellt. Also ne, da bin ich nicht reingegangen. Irgendwie hat man das vor 35 oder
was ich was, denn irgendwie dann nicht gemacht. Aber wenn Sie sagen, Sie haben das gemacht, was ich mache, dann haben Sie mit Menschen auf der Bühne mit an Ihren... Nein, nicht, in diesem Fall nicht mehr. Ne? Beuys hat dies ausgegeben, wir sollen auf die Straße gehen. Da ist unsere Bühne. Mhm. Und da habe ich versucht, anderen Menschen halt Mut zu machen, ihre Betroffenheit in unterschiedlichen künstlerischen Arbeitstechniken dann auszudrücken. Mhm. Ne? Und es ist das gleiche Ergebnis, nur ich habe nie die Authentizität in Frage, also nie die Betroffenheit so hinterfragt. Aber, und deshalb habe ich jetzt ein bisschen bewusst das nochmal überzogen, mhm. Um das einzuordnen. So, und Schluss. Hallo, da, funktioniert, danke. Ich glaube, da sind keine weiteren Meldungen gewesen. Ich will darauf hinweisen, dass die Bar gleich geöffnet wird, dass wir da gerne noch einen Schluck Bier oder Wein trinken können, gemeinsam. Du möchtest noch was sagen? Also was einen ja so bewegt, also Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja auch die Leute nicht bloßstellen wollen, nicht? Oder dass Ihnen der Schutz auch wichtig ist. Und ich war dann auch sehr froh darum, weil man ja doch mit so einer gewissen Bangigkeit so denkt, das hat so ein bisschen was von Katastrophenfaszination. Ja? Also da stehen Leute auf der Bühne, die eigentlich nicht dafür geschaffen sind, die geben sich mit ihrer Persönlichkeit da preis. Also ich glaube, mir würde auch im Zuschauerraum immer der Angstschweiß ausbrechen, ja, also wenn die da vielleicht auch ins Stocken kommen oder so. Also das, was man, da muss man ja bei einem Profi-Schauspieler keine Sorge haben, der hat seine Rolle gelernt, der kommt auch mal ins Stocken, der hat den Souffleur da oder so. Aber ja, das ist alles dann nicht so authentisch. Und das macht dann auch, sagen wir mal, als Zuschauer, kann man dann viel gelassener sich ja einen Film angucken, einen Dokumentarfilm. Man weiß, das ist schon alles vorbei, ja, und abgesegnet und so. Mhm. Ich weiß, es bleibt ein bisschen so ein Unbehagen, nicht, so bei der Art des... Also als, bei mir nicht. Als Zuschauer können wir, glaube ich, sagen, dass dieses Unbehagen wirklich sich komplett auflöst in diesen Produktionen. Unbehagen ist doch gut. Ist nicht schlecht, ja, finde ich auch. Es löst sich aber auf, das wollte ich nur sagen. Dass man, es schadet den Leuten auf jeden Fall nicht. Es schadet ihnen überhaupt nicht und man vertraut ihnen immer mehr. Das heißt, diese Fremdheit oder wie du sagst, das Unbehagen löst sich auf in ein Vertrauen zu diesen Personen, weil sie geschützt sind, weil sie in der Kommunikation zueinander sicher sind und weil die Fehler oder die Unprofessionalität Bestandteil einer Inszenierung ist, in der sie diesen Schutz haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Eine Frage noch. Nein, ich muss noch etwas dazu sagen. Ihre Anmerkung zeigt, dass Sie gar nichts von Dokumentarfilm verstehen, weil bei der Dokumentarfilm, bei jeglicher Vorführung, ist es nicht vorbei. Es ist immer da, die Leute leben. Sie sind sich. Und es ist die Verantwortung des Filmemachers, diese Leute so einzufangen in eine Vertrauenssituation, dieses manchmal über Monate hinaus aufzubauen, sodass eigentlich die Wirklichkeit, die dargestellt wird, ist zum Teil der Beziehung des Filmemachers zu dem Protagonisten. Und das ist nicht etwas, womit man einfach nur herumtanzt und sagt, naja, ist vorbei, da ist keine Gefahr in Entgleisung und Entbloßung. Das ist etwas, womit du leben musst als Filmemacher, also teilweise dein Leben lang. Ich darf einen Gedanken von Matthias Spalinger nochmal aufnehmend, vielleicht zum Abschluss in die nächsten Diskussionen auch mit eingeben. Es ist eine sehr, sehr starke Reflexion über die eigenen Medien, eine ständige Neupositionierung im Tun, Reflexion nicht als Plan, sondern als ein Versuch, immer wieder einen Weg zu finden, der die Inhalte weitertreibt, der eine
ein kritisches Moment behält. Ich glaube, das ist die Kraft eurer Arbeiten und das ist auch sozusagen der Hintergrund gewesen, euch hier einzuladen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide die Zeit nochmal genommen habt. Petra Kose und ich, wir tragen hier mit großer Freude zusammen mit Film- und Medienabteilung, die anderen Abteilungen werden mit der Zeit auch einsteigen, diese insgesamt 40 Veranstaltungen, glaube ich, die wir uns hier zugetraut haben. Es ist als Livestream kommuniziert, es wird dann über die Homepage auch wieder abrufbar sein, wenn Sie sich dafür interessieren und wir werden diese Materialien dann in dieser Kernzeit im September im Metabolischen Büro nochmal aufgreifen, auch immer wieder versuchen, euch einzuladen und mit in dieses Gespräch zu bringen. Ich danke ganz herzlich für den Besuch, vor allen Dingen natürlich unseren Künstlern hier und vielleicht finden wir noch einen Moment an der Bar. Herzlichen Dank. Danke.